Kennst du das? Du kommst von einer Reise zurück und hast Millionen Fotos gemacht und würdest sie am liebsten all deinen Freunden zeigen und deiner Familie. Und nach dem fünften Foto verlieren sie gefühlt das Interesse. Das ist mir schon so oft passiert. Alle fragen mich nach meiner Reise. Wie war dein Urlaub? Wie war deine Reise? Erzähl, zeig Fotos. Und ich bin noch nicht einmal bei der zweiten Destination oder am zweiten Tag und schon geht das Gesprächsthema um was anderes und keiner will mehr wirklich die Fotos sehen, da es einfach zu viel sind. Ich habe dann bei meiner größten Reise eigentlich angefangen, ein Fotobuch zu erstellen. Das waren 2 Monate Mittelamerika und da bin ich drauf gekommen, dass es einfach zu viele Fotos sind, um wem zu zeigen. Ich brauchte 3 Wochen für dieses Fotobuch, aber das Ergebnis lässt sich wirklich zeigen. Also man sieht ganz schön eigentlich von der ganzen Reise, jede Station, ich blätter jetzt ein bisschen drüber. Und das war eigentlich dann das perfekte Ding, um meinen Freunden zu geben. Ich habe das selber auch noch hier für Thailand gemacht, 2016, das etwas kleiner ist, weil es natürlich auch eine kleinere Reise war. Aber da habe ich wirklich die schönsten Fotos eigentlich zusammengesammelt und in ein Fotobuch getan. Zusätzlich noch mit etwas Text. Und wenn nun Freunde zu mir kommen und über meine Reisen hören wollen, dann gebe ich ihnen einfach dieses Buch und sage, nimm, lies, schau es dir durch. Und das wird wirklich, so ein Buch wird bis zum Ende durchgeplappelt. Das Tolle daran ist auch, für dich selber natürlich ist es eine tolle Erinnerung. Ich habe die eigentlich immer irgendwo stehen und blätter sie selber wahnsinnig gern wieder mal durch, um zu denken, ach, was war denn hier? Ah, Nick Beam und das um. Aha, Angkor, das wusste ich gar nicht mehr. Und schaue mir selber nochmal die Fotos durch, weil die, die am PC sind, die sieht man fast nie durch. Es gibt für Fotobücher machen verschiedene Anbieter. Das kann man online machen. Es geht natürlich auch, wenn man meine da ansieht. Ich habe mir ziemlich viel Mühe gegeben und da so viele Fotos sind, wirklich ein Hintergrundbild gemacht und dann klein eingebunden andere Fotos und Text. Und das ist das, was ich am liebsten mag, wenn ich es individuell gestalten kann. Es gibt auch welche, wo du einfach die Fotos reinziehst und dann wird das Fotobuch erstellt mit vorgegebenen Plätzen. Aber ich mag es so am liebsten. Und es war mega viel Arbeit. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also ich kann dir nur empfehlen, mach Fotobücher, weil das sind Erinnerungen, die du für immer hast, die du ausgedruckt hier hast, die du jedem in die Hand drucken kannst. Und es ist wirklich eine tolle Erinnerung.